The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott wird sein Volk führen. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Gott hat eine Gemeinde auf Erden, sein auserwähltes Volk, das seine Gebote hält. Er führt nicht abweichende Nebenzweige, nicht hier einen und dort einen, sondern ein Volk. Es besteht kein Grund zu zweifeln, ängstlich zu sein, dass das Werk nicht gelingen werde. Gott ist an der Spitze des Werkes und er wird alles in Ordnung bringen. Wenn Dinge an der Spitze des Werkes der Berichtigung bedürfen, wird Gott sich darum kümmern und jedes Unrecht zurechtweisen. Lasst uns den Glauben hegen, dass Gott das edle Schiff, welches das Volk Gottes trägt, sicher in den Hafen geleiten wird. Als ich vor vielen Jahren von Portland, Maine aus eine Schiffsreise nach Boston unternahm, wurden wir von einem Sturm überrascht. Große Wellen warfen uns hin und her. Die Kronleuchter fielen herab. Die schweren Reisekoffer wurden wie leichte Bälle von einer Seite zur anderen gerollt. Die Passagiere hatten Angst. Viele schrien. Sie erwarteten den Tod. Nach einer Weile kam der Lotse an Bord. Während der Lotse das Steuer übernahm, stand der Kapitän neben ihm und äußerte Befürchtungen bezüglich des Kurses, den das Schiff nahm. »Möchten Sie das Steuer übernehmen?«, fragte der Lotse. Der Kapitän war nicht bereit, dies zu tun, weil er wusste, dass ihm die Erfahrung fehlte. Dann wurden einige Passagiere unruhig und sagten, sie hätten Angst, dass der Lotse sie an den Felsen zerschellen lassen könnte. »Möchten Sie das Steuer übernehmen?«, fragte der Lotse wieder, doch sie wussten, dass sie mit dem Steuerrad nicht fertig würden. »Wenn ihr denkt, das Werk sei in Gefahr, dann betet, Herr, stehe am Steuer. Trage uns durch die Schwierigkeiten. Bring uns sicher in den Hafen. Haben wir nicht Grund zu glauben, dass der Herr uns siegreich durchbringen wird? Mit eurem begrenzten Verstand könnt ihr die Vorsehung Gottes in ihrer gesamten Wirkungsweise nicht begreifen. Überlasst es doch Gott, für sein eigenes Werk zu sorgen.«